Hallo Ladies und Gentlemen und herzlich willkommen hier in meinem Chaos zu einer neuen Folge Two Point Campus. Ladies und Gentlemen, ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt und wünsche euch hoffentlich viel, viel Spaß bei der heutigen Folge. Wir haben uns eine Herausforderung gestellt, angenommen, nein, falsch, wir haben uns einer Herausforderung angenommen, nämlich der zweiten, die es in diesem Halloween-Pack gab. Gott sei Dank haben wir die noch aktiv. Ich dachte ja, das ginge nicht mehr, aber Gott sei Dank hatten wir das Update ja gezogen und wir können diese Herausforderung noch spielen. Doch bevor wir das Ganze anfangen können, haben wir erstmal gebaut, sehr viel gebaut, auf diesem Zaubercampus, wo sehr viel magisches Zeugs herrscht. Jetzt wisst ihr alle, was gemeint ist. Nein, wir haben diesen fantastischen Studienraum der Hexenkunst und Zauberei geschaffen mit sehr viel Feuer und komisch blubbernden Kesseln, einem schönen Vorlesungssaal, einem Nachhilfezimmer, weil die Studenten hier sollen verflucht sein. Deswegen gibt es auch überall gratis Süßigkeiten, weil Süßigkeiten auch immer zu Halloween gehören. Wir haben bis jetzt ein Klo und einen Waschraum und, was natürlich auch nicht fehlen darf, ein Studentenwohnheim. Dieses hier. Ich habe es diesmal ein bisschen anders gebaut als die vorherigen Male. Ja, ich habe meine beliebten Zwischenwände dazu genommen, aber ich habe jetzt mal verschiedene Zimmergrößen gebaut und auch mal so ein bisschen nicht ganz so einheitlich gebaut. Einfach mal so ein bisschen bei der Kreativität freien Lauf walten lassen. Ein sexuelles Zimmer errichtet, was, wie ich finde, ja eigentlich irgendwie noch eine Tür bräuchte. Ja, so ein paar verschiedene Zimmer. Nigel B.? Wer hat das geschrieben? Wer? Der Schuldige und? Wird sofort gefeuert, klar? Wie ich höre, wird ein gewisser Produktionsassistent eines gewissen Radiosenders heute gefeuert. Skandalös, ich weiß. Aber das haben Sie nicht von mir gehört. Wünsche euch viel, viel Spaß bei der heutigen Folge, Ladies and Gentlemen. Also, wir brauchen auf jeden Fall zwei Zaubereidozenten. Das heißt, wir gucken uns jetzt erstmal die Bewerbungen an, wer sich denn jetzt hier vorstellt. Also, Robin Dynamite, 70% Lehrkompetenz. Kriegt ständig Durst, lässt Müll fallen, hat einen Aal gemietet. Rente Aal oder was? Finde ich schwierig. Was ist denn, was heißt denn Level 5? Campus Level 5? Boah, erst dann kriegen wir, das heißt, wir müssen mit diesen zwei Flitzpiepen auskommen. Oder Alfie Plepp. 70% Lehrkompetenz, 5% inspirierendes Reden? Das ist eine Fähigkeit. Okay. 5% Chance, Studierende zu inspirieren. Aber 5% ist so wenig, aber besser als nichts. Stählerne Blase, Toilettenkomfort sinkt langsamer als beim Durchschnitt. Lässt Müll fallen, wie ein Fisch auf dem Trockenen. Herzlichen Glückwunsch. Du bist eingestellt. Was müssen wir tun, um den anderen da freizuschalten? Ich glaube, das Campus-Level, ne? Was ist denn das Campus-Level? Weiß auch wieder kein Mensch, ne? Okay, Ladies and Gentlemen, also wir müssen den einstellen. Oh, da habe ich ja jetzt Bock drauf. Nicht. Wir brauchen auch noch tatsächlich einen Assistenten. Ursula Pomp. Marketing? Brauchen wir nicht. Was mit dir? Aerodynamik. Donald unten. Oh, unten? Wie unten? Okay. Bibliotheksverwaltung, Lernboost. Lernboost finde ich ja gar nicht so schlecht. Also wir müssen damit rechnen, dass die Studenten alle dumm sind, weil, oder teils zumindest dumm, in Kürbisköpfe verwandelt wurde. Und in so einem Kürbis ist natürlich nicht viel an Hirnmasse drin, außer Kürbismasse. Und wie Kürbismasse lernt, weiß ich noch nicht. Zumindest soll das Lernverhalten verzögert sein. So heißt es in der Aufgabenstellung. Da würde so ein Lernboost vielleicht gar nicht so schlecht. Du bist eingestellt. Und wir brauchen auf jeden Fall auch einen Hausmeister. Wir haben ja sehr, sehr viele Pflanzen. Da nehmen wir Chrissidia, ja, Biefig. Biefig passt doch zu Hexe und Stinkig und diesem blubbernden Bottich da hinten. 70% Upgrade, Kompetenz, Mechanik. Blitzblank, hervorragende Körperhygiene, aber heißt trotzdem Miefig. Schätzt die Anzahl der Geleebohnen. Das ist gut, dann können wir sie gleich vor die kostenlosen Süßigkeiten stellen, die wir in dem anderen Haus platziert haben. Wo denn? Hier vor der Nachhilfe stehen Süßigkeiten. Zack, da stehen Süßigkeiten. Ich glaube, ich werde noch mehr Süßigkeiten platzieren. Ich habe da jetzt Bock drauf. Ich werde überall kostenlose Süßigkeiten hinstellen, Freunde. Hier.
Geil, das liebe ich ja. Und gleich daneben noch was zu trinken? Wollen wir gleich daneben noch was zu trinken hinstellen? Ey, mega. Sag doch mal nicht. Das lädt doch förmlich ein, um hier zu bleiben. Noch eine Liebestrompete? Ja, das ist too much. Das ist too much. Übertreib nicht. Aber wir werden auf jeden Fall von den anderen Sachen hier noch ein bisschen was bauen. Oh ja, hier vorne werden wir ein bisschen Hokuspokus noch bauen. So ein Runenstein und so ein Krabs. Oh, da habe ich Bock drauf. Frage, fangen wir jetzt an? Stürzen wir uns ins Verderben? Ich habe Bock drauf. Aber in den prägenden Zauberei. Jahren meiner Jugend hatte ich eine Gothic-Phase. Schwer zu glauben, ich weiß. Doch für den jungen, leicht zu beeindruckenden Wir haben angefangen. Earth, also, Rednerpult kann für, halt deinen Mund, für 15.000, Mann, so ein Upgrade. So düster und dabei so steinhart. Das hier, ne? Natürlich Upgrade. Verbessert Lernvermögen, unbedingt. Machen wir. Des Barock, schön, dass du mir dazwischen quarkst. Tja, man lernt einfach nie aus. Also. Hier drin ist eine Fliege. Hier drin ist eine Fliege. So, den Studenten geht so lala. Wann kommen die Studenten denn? 20 Studenten machen den Abschluss im Studiengang Zauberei mit Note A. Heißt aber auch, wir müssen die so ein bisschen entertainen und Begeisterung für, also ne, die brauchen vielleicht auch einen Aufenthaltsraum, den wir ja hier hinbauen können. Habe ich jetzt das Fenster aufgehoben? Ja, habe ich, weil ich es kann. So, pass auf. Einen Aufenthalt. Ach so, da verkaufe ich jetzt die ganzen. Warum habe ich so viele Lampions hier hin platziert? Ich habe überhaupt keine Ahnung, Freunde. Machen wir jetzt ein großes Aufenthaltszimmer? So 8x6. Ja, pass auf. Im Aufenthaltsraum werden ja auch Partys gemacht. Ich weiß, das ist ein bisschen blöd mit dem Eingangstür jetzt. Pass auf. Der Campus wird erweitert. Sogar noch mehr als gewöhnlich. Da kommen auf jeden Fall ein paar Couches hin. Ja, ich werde einfach hier jetzt die Girlanden trotzdem nochmal anbringen. Ist mal eine andere Wand. Pass auf. Yes. Gut, dann werden wir die Wände jetzt erstmal anpassen. Und gleich mal gucken, was die Studenten sagen. Also, ich möchte... Da sind sie! Ach du Scheiße. Da sind die Kürbisköpfe. Aber ich finde, grafisch hat sich ein bisschen was getan im Spiel. Sie ziehen ein. Und ihnen ist kalt, ne? Unterkühlt. Scheiße, wir haben keine Heizung eingebaut. Wir haben keine Heizung eingebaut. Aber wir haben Süßigkeiten. Reicht das nicht? Ah, macht euch warme Gedanken. Ist ja die Frage, können wir den hier einfach so hinstellen? Ich glaube ja. Da stehen die halt so mitten in dem Weg, ne? Nehmen die Süßigkeiten, Achtung, immer gut. Dann löst sich alles schön auf. Dann studieren. Hier könnte man noch einen hin. Nee, können wir nicht. Ah, diese scheiß Heizkörper, ne? Weil da hast du wirklich das Problem, dass du gucken musst, wie du diese Kackteile platzierst. Hier könnte noch einer hinkommen. Na, werdet ihr mich jetzt hier wegfrieren? Ich glaube ja wohl nicht. Können wir hier noch einen hinbauen? Ah, ist die Tür im Weg, ne? Passt da noch einer hin? Ich kann ja auch nicht in die Mitte stellen. Also das mit den Heizkörpern, das ist ja echt speziell. Was ist das? Ist das so eine Klimaanlage? Die brauchen wir nicht. Wandklimaanlage? Das ist auch Klima, ne? Bleibt cool. Großer Heizkörper. Können wir so einen kleinen hier irgendwo hinklöppeln? Guck mal, so einen kleinen. Den kriegen wir doch noch unter. Kleine Heizkörper. Der hat einen großen. Da ist schön warm. Pass auf. Hier können wir einen kleinen hinstellen. Das ist gut. Ich kriege mir doch auch noch einen kleinen unter. Sehr gut. Überall Heizung jetzt hin. Sag euch das. Aber so random mitten im Weg auch noch, ne? Es ist wieder Zeit für Onkel Nigels. Unterkühlt. Ich glaub's. Heute hören wir von gepiesackten Pebbly, die uns schreibt. Meine große Schwester behandelt mich, als wäre ich immer noch ein Kind. Das ist auch keiner mehr. Wie schaffe ich es, dass sie mich ernst nimmt? Oh nein, wie furchtbar. Einen haben wir doch jetzt echt mega blöd platziert. Problem. Mein Rat? Werden Sie erwachsen. Und schalten Sie auch nächstes Mal wieder ein. Also im Weg. Das ist ja
finde ich halt so mega nervig. Ich kann sie nicht schön platzieren, ne? Ich kann sie nicht schön an die Wand irgendwie hin. Das ist total dumm. Guck mal, wie viel Platz da ist. Wie bescheuert sind diese Heizkörper platziert? Das finde ich ja jetzt echt dumm. Richtig dumm. Also, pass auf. Bibliothek benötigt. Okay, dann werden wir eine Bibliothek bauen. Wo bauen wir diese Bibliothek hin? Hier, würde ich sagen. Eine große Bibliothek. Eine schlauchige Bibliothek. Wir können ja einfach wirklich mal mit so einer kleinen Bibliothek anfangen. So. Ich weiß nicht, ob das zu klein ist. Wo machen wir denn hier in den Pult hin? Am besten irgendwie, wenn man hier reinkommt, oder? Dass man sagt so, ja, hallo, ich hätte gern. Und die dann sagen, ja, hier, viel Spaß, gucken Sie sich um. So, hier in die Ecke machen wir jetzt mal so ein bisschen die Lernplätze. Ist das noch ein Regal? Okay, pass auf. Dann müssen wir die verschiedensten Tische hier jetzt einfach mal hinklöppeln. Ich glaube, die werden wir jetzt auch ganz gemischt machen. Dann noch so ein Computer-Dings. Dann, was ist das? Oh, die Rezeption. Die möchte ich da vorne hin platziert haben. Pass auf. Pass auf. Pass auf. Die... mache ich erstmal hier hin. Ich schiebe das jetzt mal alles ein bisschen zurecht. Können wir das nicht hier hin? Da sehe ich nämlich voll die Rezeption. So. Ich dachte immer, das wäre die Rezeption. Keine Ahnung. Aber doch. Es sind zwei, oder? Ich habe keine Ahnung. Okay, pass auf. Dann, wir haben es schon wieder zu klein gebaut. Ich immer, wenn ich denke, so, no, ich mach's mal kleiner, dann denke ich wieder, es ist zu klein. So, pass auf. Das ist ja hier das, was auf jeden Fall gebraucht wird. Was? Oh Gott, F! Ich habe mir alles ausgerechnet und ich glaube, dass ich das das Jahr nicht bestehe. Sie sind einfach schlecht. Fall doch nicht durch. Nehmt doch Nachhilfe. Ich habe doch schon alles hier, was man haben will. Oh, man könnte die Bibliothek viel größer machen, Freunde. Ich habe die schon wieder viel zu klein gemacht. Ach, shit. Wobei, wir können hier noch ein paar Regale hinstellen. Aber haben wir das nicht? Das haben wir doch schon. Was ist das? Virtuelle Normalität, Forschologie. Ach, Rittersport brauchen wir ja gar nicht. Was? Finanz? Jonglage? Forschologie? Bücherregal der Schule? Irgendwas mit Denken. Denken ist vielleicht gar nicht so schlecht in der Bibliothek. Wir brauchen Mülleimer. Da muss Platz für Mülleimer sein. Ich sehe da schon Müll. Was ist das? Gegenkulturwissenschaft? Dunkle Kunst? Die haben wir schon. Spionage? Narrenwissenschaft? Ich glaube, jetzt spoilern wir uns ein bisschen, was es so für Studiengänge gibt. Allgemein? Allgemeinwissen? Oh, Allgemeinwissen ist aber auch immer sinnvoll. Zauberei. Die sind alle so hübsch gemacht. Archäologie? Ja, weniger. Gastronomie? So, was ist das? Robotervitrine? Fetzt. Einfach hier noch eine Vitrine hinklöppeln? Wenn man so reinkommt? Aber warum Roboter? Roboter ergibt doch auch keinen Sinn. Haben wir nicht irgendwas anderes Cooles? Insekten? Bibliothekstreppchen. Hausmeister in der Tränkeküche benötigt. Auf den Müll rauf. So. Wir brauchen Mülleimer. Da. Da, in die Ecke. Also so eine kleine, niedliche Bibliothek. Eigentlich wollte ich noch eine Pflanze hinstellen. D, siehst du, sie sind schon ein bisschen besser geworden. Ich brauche unbedingt noch ein paar Pflanzen. Was machen wir denn hier? Die Joghurtbäume. So. Und hier kommt... Das ist jetzt echt so ein bisschen meine Lieblingspflanze geworden. Wir brauchen ein paar Bilder vielleicht. Ein bisschen Motivation. Ich habe Bock, meine große Bibliothek zu bauen. Ich habe da auch schon was im Kopf, wie ich das mache.
Da kann man auch im Übrigen sehr gut mit den Trennwänden arbeiten. Ich glaube, hier mache ich mal ein kleines Teppichchen. Eigentlich brauche ich noch ein paar Bilder. Hausmeister für Aufräumarbeiten benötigt. So. Bei Bilder werden das ja auch alles immer noch mal ein bisschen auf. Stammbaum. Sowas ist auch nett. Dann haben wir noch was Schönes. Denkt an die Umwelt. Auch nett. Gut, das war's. Okay, Ladies and Gentlemen. Zauberei mit Note A. Das ist das Ziel, ne? Das heißt, wir müssen alles tun, dass sie sich aufbessern und besser werden. Einige Mitarbeiter machen Pause, haben aber keinen Ort, um Pause zu machen. Alles klar. Wunsch nach Liebesbank sollt ihr kriegen. Die bauen wir... Passt die hier in die Ecke? Nee. Okay, pass auf. Dann wird die Liebesbank... Ah, die muss nach draußen, ne? Da war was. Ach, wo baue ich die denn jetzt hin? Hausmeister in der Bibliothek. Oh, hier haben wir einen Gartenplatz, oder? Oh. Okay, pass auf. Dann... Ich weiß nicht, wo ich die hinbauen soll. In das Klo? Ist ja auch wild. Gut, aber da habt ihr eure Liebesbank. Okay, wir brauchen einen Aufenthalt, also einen Raum für ein Personalzimmer, so herum, so nennt man das. Einen Raum für das Personal. Ich glaube, das würde ich hier jetzt in das erste Zimmer mit reinbauen. Mal sehen, ob ihr den Unterschied schmeckt. Vielleicht auch hier wirklich. Aber die Frage, wie groß machen wir das? So, nicht unbedingt zu groß. Ich weiß, beim Personal wird immer gespart. Egal in welchen Sparten. Aber sie kriegen eine Couch. Kriegen sie auch mehr als eine Couch? Ich gucke erstmal, was wir noch einstellen. Wir machen erstmal das Zimmer fertig. Und... Also... Gott. Ist das schon schön hässlich, ne? Okay, pass auf. Bilanz. Wir machen Gewinn, das ist schon mal gut. Wir brauchen vielleicht noch ein bisschen... Ein Haus... Ja, wir brauchen auf jeden Fall Hausmeister noch. Was denn hiermit? Oh, was ist denn mit Ossi Katzmins? Katzmins sind immer gut. Upgrade, Mechanik, Instandhaltung gut. Security Level 1. Gekauft. Sehr gut. Personalexplosion. Aha, gut, gut, gut. Und jetzt läuft übrigens auch erst die Zeit. So, C. Ich würde ja voll gerne auf einen guten Rang kommen. Wir brauchen Heizung, stelle ich gerade fest. Weil wenn mir kalt ist zum Beispiel, dann geht bei mir auch nichts. Also brauchen wir gute Heizungen. Soll heißen, wenn keine Heizungen da sind, dann kannst du auch nicht gut lernen. So, hier würde ich aber eigentlich noch ein Zimmer hinbauen wollen. Da hat es gehakt. Vor allem finde ich die Heizkörper auch echt hässlich. Siehst du, hier kannst du die an die Wand ranstellen. Hier ging das nicht. Aber das war noch, glaube ich, schon wieder so eine Trennwende, ne? Müssen wir hier jetzt Heizung reinstellen? Boah, das sieht ja richtig bescheuert aus, wenn wir zum Feuer jetzt noch Heizung dazu platzieren. Hausmeister bei den WCs benötigt. Aber dann müssen wir auch mehr als eine noch hinstellen. Es passt nur eine rein. Wir kriegen nur eine Heizung unter, Freunde. Dann ist das so. Aber dann würde ich die eigentlich auch fast schon wieder rausstellen. 8 Studierende könnten das Jahr nicht bestehen. Das ist schlecht, wenn ich das mal so sagen darf. Eigentlich wollte ich hier keine Heizung hinmachen. Aber ich glaube, wir müssen hier tatsächlich eine Heizung reinklöppeln, damit die nicht erfrieren. Warum haben wir hier eigentlich ein Fenster? Weiß das jemand? Nö, ne? Weiß niemand. Die Heizungen sehen ultimativ hässlich aus. Vor allem diese eine hier drin. Aber gut. Beobachten wir die mal ein bisschen. Ihr seid also dumm. Gut, das erkennt man daran, dass sie alles... Oh, eine Quietscheente. Dass sie alles einfach reinschmeißen. Bis hin zur Quietscheente. Viele halten Kaschen ja für einen Verräter seiner Kunst. Aber es geht ihm gut. Cineastischen Söldner, der für Geld was macht er denn da? Bestörung? Machen würde. Gewinn. Klar, Gewinn. Ich das will ich hören. Warum manche so denken. Wenn
weil sie damit total daneben liegen. Wenn Roderick Cushion sich dazu entschließt, den sicheren mit Gewinner der goldenen Himbeere zu drehen, dann gibt ihr damit ein Statement zum Kern des Kommerzkinos ab. Er hat einfach gezaubert. Ich jedenfalls danke, geil. Mr. Cushion. Die Interaktionen sind schon wirklich sie cool. Sie kämpfen für das Gute. Hex, Hex. Wir wissen, wer sie wirklich sind. Ist ein ekliger Fluch, ne? Inspiriert. Ja, versucht mal einfach euren Fluch wegzuhexen, ne? Ich sag's ja nur. Also, wir bauen mal noch ein bisschen weiter. Hier wird fleißig gelernt. Unbedingt lernen, Freunde. Das ist Überleben. Ich bin ja fast am Überlegen, ob ich hier... Das Personalzimmer ist, wie der Name schon sagt, fürs Personal. Ja, aber das Personalzimmer ist tatsächlich auch noch nicht fertig. Ich bin mal überlegen, ob wir das hier wirklich ausbauen sollen. Ich habe so ein bisschen Angst, dass, wie soll ich sagen... wir werden nochmal einen Assistenten einstellen. Dass sie dann einfach zu viel feiern und nicht mehr lernen. Aber, ne, komödiantisches Timen. Ein Käsefresserin, wir stellen sie einfach ein. Aber so ein bisschen was müssen wir hier eigentlich auch machen, dass sie sich wohlfühlen. Also ich werde... Tja, was nehmen wir jetzt für ein Design? Sprudelnder Kosmos. Ich bin ja eigentlich dafür, dass wir hier auch noch mal ein bisschen Fledermaus-Atmosphäre. Kirschrot. Nein, komm, etwas anderes. Das werden wir jetzt machen. Und wir bauen Heizung vielleicht als erstes mal rein. Hausmeister im Schlafsaal. Wenn wir die wirklich so brauchen. So. So. Baut man ja als erstes so hier jetzt die bestehende Infrastruktur rein. Und so. Das ist ein perfekter Raum. Hier ist jetzt auch, guck mal, da, wo Amore gemacht wird, ist es sehr, sehr warm, Freunde. Was soll uns das sagen? Dass wir da noch Heizung hinklippeln müssen. Kriegen wir noch einen rein? Weiß ich nicht. Können wir die auch außen platzieren? Ich glaube nicht. Aber es geht ja um dieses Zimmer hier. Es geht ja einfach um dieses Zimmer. Und in diesem Zimmer möchte ich... Oh, was? Wir brauchen Seelsorge. Jemand hat ein Seelsorgeproblem, aber wir haben kein Seelsorgezimmer. Ich eile! Die Seelsorge wird benötigt. Pass auf. Die... Achso, wir haben gar nicht geguckt, was für Studienfächer wir haben, ne? Ach nö, das habe ich voll vergeigt. Das Semester ist fast schon vorbei. Also, pass auf. Geplante Events, das Übernatürliche ist völlig natürlich. Zauberzutaten, keine alltägliche Suppe. Und die haben alle mit F. F ist durchgefallen, ne? Also ganz schlecht. Ganz, ganz, ganz schlecht. Da wurde es ein bisschen besser. Das Übernatürliche. Ja, da haben sie sich ein bisschen verbessert. Was haben wir hier? Lodernde Feuer und blubbernde Kessel. Tränkeküche 1. Gut, das hört sich spannend an. Aber wir brauchen jetzt ein Seelsorgezimmer. Ich habe fast die Befürchtung, dass wir das nicht... Oh doch, 3x3 ist klein. Als wo bauen wir das rein? Wir können es hier mit reinbauen. Wir können es aber auch an einen anderen Campus hier noch mit rein. 3x3 ist klein. 3x3 kriegen wir hier locker noch mit runter. Hier, oder? Machen wir es vielleicht gleich 3x4? Ich habe die Szenen als live erlebt und es war groß, super. Oder? Die Lichtshow, die Tanzeinlagen, einfach alles. Wenn ihr Musik liebt, musstet ihr dort sein. Komm, wir machen es jetzt 3x6. Was wegen der schlechten Campusbeschilderung allerdings nicht einfach war. So, die Seelsorge. Ich hätte den Gig fast verpasst. Dann wäre diese Sendung ein absoluter Totalschaden geworden. Ah, ist wirklich nicht groß. Okay, pass auf, dann werden wir es wirklich klein machen. 3x3. Also steht wirklich nicht viel drin. Dann kann es aber auch hier in die Ecke. Wir haben ja noch keine Seelsorge gebaut. Das ist die erste Seelsorge, die wir jetzt machen. Direkt hinterm Klo. Dann machen wir wirklich 3x3. So, zack. Also eine Couch und ein Wecker. So ein bisschen Psychologie. Aber ja, auch mit Taschentüchern. Okay. Was ist das? Oh, mit Süßigkeiten, was man halt im Notfall bei der Seelsorge so braucht. Oh mein Gott, das ist cute. Oh, das ist cute. Das stellen wir hier in die Ecke. Was ist das? Oh, Kamin. Ist ein schönes Zimmer. Aber das braucht nicht so groß sein. Dann machen wir einmal Bücher hin. So englischer Flair, oder? Machen wir noch blaue Landschaft hin. Die können wir hier hin machen.
Irgendwas wird jetzt verkauft. Ach so, das Fenster. Ist okay. Eine Lampe? Ja, unbedingt. Und wir werden gleich Pflanzen noch hinstellen. Oh, ein Paravent. Oh, das finde ich gut. Pass auf. Machen wir das so, wenn jemand reinkommt, dass man nicht gleich sofort sieht, was da los ist. Privatsphäre und so. Das finde ich gut. Ja, direkt, wenn man so die Tür reinkommt, das finde ich gut. Wir haben die Heizung vergessen, stelle ich gerade fest. So. Aber der Kamin, sieht man jetzt nicht, ob der Wärme macht, ne? Ah, wir brauchen Pflanzen. Die finde ich, die geben ja so positive Vibes von sich. Aber wir kriegen jetzt wahrscheinlich keine Pflanze mehr unter, oder? Kriegen wir noch Pflanzen hier rein? Wir brauchen noch eine Pflanze hier drin. In die Seelsorge. Sonst keine richtige Seelsorge, wenn wir hier nichts unterkriegen. Ich will einfach auf diese Regale was raufstellen können. Verdammte Axt. Da würde ich den Müll einfach fast rausschmeißen. Ja, pass auf, wir löschen den Mülleimer für eine Pflanze. Ich brauche einfach eine Pflanze. Diese hier, weil die so hübsch ist. Können wir sie in die Ecke stellen? Ja. Oh, das ist hübsch, das gefällt mir. Ich mag's. So, was brauchen wir denn? Assistenten benötigt. Wir brauchen Assistenten für die Seelsorge. Aber brauchen wir auch einen fähigen Assistenten? Ja, hier. Dotty Nerd, 150%, ja, pass auf, 150% Seelsorgekompetenz. Die werden wir jetzt auch mal so richtig ausschließlich auf die Seelsorge. Ah, pass auf, die wird nur Seelsorge machen. Die wird nicht in die Bibliothek gehen, auch nicht zum Imbiss oder irgendwas. Die macht ausschließlich Seelsorge. Das ist unsere Seelsorgefee. So, Freunde. Und da stehen schon ganz viele Schlange. C, sie verbessern sich. Es wird besser. Wunsch nach Parkbank kriegt ihr. Wo soll die hin? In Park. Raus, ne? Ergibt Sinn. Hier, vors Feuer. Das warm. Eine Parkbank gewünscht, eine Parkbank bekommen. Ich erfülle Wünsche. Da ist echt Schlange stehen. Krass. Dann sollten wir hier tatsächlich noch ein paar Bänke hinbauen. So, wenn da wirklich so Wartebereich hier jetzt... Tatsächlich, die warten für die Seelsorge. Wobei, ich muss sagen, wenn ich verflucht wäre und so ein Kürbiskopfgesicht hier jetzt hätte, bräuchte ich die Seelsorge auch. Na, du auch hier? Ja, ich bin die Nummer 1, ich bin die Nummer 2, ich bin die Nummer 3, mir geht's schlecht, mir geht's gut. Ich bin voll motiviert. Also, zu Tode gelangweilt, wird durch niedrige Unterhaltung verursacht. Unterhaltung, ich sag doch, die brauchen Unterhaltung. Ein Student denkt darüber nach, das Studium aufzugeben. Tu's nicht, ich sorge für Unterhaltung. Gib mir noch ein paar Sekunden. Dann machen wir hier jetzt ein zauberhaftes Zimmer rein. Wir können eine Party veranstalten. Pass auf, wir machen jetzt einfach schnell eine Party hier. Ihr habt es euch verdient. Ja, ihr habt es euch verdient. So. Jetzt müssen wir noch schnell noch Sachen reinstellen. Also wir brauchen... Wo war denn? Hier gab es noch dieses DJ-Pult, oder? Schnell. Ich muss schnell sein. Ich muss einfach schnell sein. Da. Warte. So. Eine Party-Station. Wo bauen wir das jetzt alles hin? Hier hinten? Ans Fenster? Hier. Ich würde es hier jetzt einfach mal hinmachen. Dann können wir die Geschichte einfach auch noch in die Ecke. Siehste, Party geht los, keiner da. Leute, kommt an. Hier ist jetzt Party Time. Die Küche könnten wir hier noch reinbauen, ne? Wir brauchen erstmal noch. Ich sehe nichts, es ist zu dunkel. Hausmeister im Schlafsaal benötigt. Es ist zu dunkel. So. Was ist das? Milchshake-Fass? Geil. Pass auf, das machen wir hierhin. Ein bisschen Dart können wir hier auch noch platzieren. Dann brauchen wir eine Wand, ne? Können wir das Dart hierhin? Dann... Wollen wir vielleicht eine Küche irgendwie? Wollen wir eine Küche platzieren oder wollen wir nur Spielzeug platzieren? Aber sowas mit Mikrowelle finde ich eigentlich auch nice, ne? Pass auf, wir haben doch bestimmt hier in der Ecke einfach noch ein bisschen Platz, um irgendwas hinzustellen. Dann brauchen wir aber auch eine Spüle.
verschluckt sie sich an ihre eigenen Sprüche schon wieder. Ich finde, die Obi-Stiftung wird einfach viel Kühlschrank, zu heftig kritisiert. Wir machen es wirklich klein. Wir halten es klein. Klar sind all die Infos zu ihrer dubiosen Finanzierung, ihr ständiges Gefahr. Das war das erste Jahr. Gott. Ich bin gespannt. Also, niemand hat abgeschlossen. Prüfungsnoten durch 52%, Bestandenrate 80%, durchgefallen 4, das ist schlecht. So, Kürbiskopf College. Auszeichnung Campus des Jahres. Boah, Attraktivität könnte auch noch besser sein. Okay, also, es geht weiter. Läuft die Zeit jetzt weiter? Nee. Die Zeit? Der ist durchgefallen. Wenn ihr mich fragt, könnten wir uns alle von denen eine Scheibe abschneiden. Ah, guck mal, wir müssen erst noch ein paar Sachen bauen, bevor wir das nächste Jahr beginnen können. Dann bauen wir jetzt erstmal noch mal zu Ende. Wir bauen noch mal ein bisschen zu Ende. Pass auf. Also, ich war jetzt am Bauen von diesem Zimmer. Pass auf. Was? Mülleimer. Wir haben den Mülleimer vergessen. Wie kann das sein? Und immer wird hier die Tür offen gelassen. Das gibt's doch nicht. Nachhilfezimmer benötigt Dozent. Warum haben wir schon wieder keinen Nachhilfedozenten? Das gibt's doch nicht. Wait. Wir brauchen einen Nachhilfedozenten. Guck mal, die haben alle keine Kompetenz für Nachhilfe, ne? Sehe ich das richtig? Aber wir könnten ja Stella Glassen. Pass auf, wir stellen sie jetzt ein und weisen ihr die Nachhilfe zu. Sie geht nicht in die Lehre und auch nicht in die Forschung. Sie macht ausschließlich Nachhilfe. So. Und jetzt, Ladies and Gentlemen, bauen wir hier jetzt die Geschichte weiter. Das habe ich jedenfalls vor. Mache ich noch irgendwas Küchentechnisches? So, dieses Zweizeilige war ja eigentlich schon nice. Aber dann mache ich so und klöppel hier jetzt noch eine Pflanze hin. Eine Joghurtbäume. Pass auf, die machen so und bin schon wieder auf den falschen Knopf gekommen. Und so, da machen wir das hin. Was möchte ich noch alles Zauberhaftes hier jetzt hinhaben? Ich möchte einen Kräutergarten zur Küche. Das wird so mein kleiner Standard. Den lasse ich. Den liebe ich. Und wir haben die Küche ein bisschen schmaler gemacht. Habt ihr auch gesehen, ne? Pass auf. Wir werden jetzt noch ein bisschen Spielzeugs hier hinbauen. Wir haben ja genügend. Also ein Arcade-Tisch zum Beispiel. Der Sommer bietet Zeit zum Entspannen. So, und um sich einen. Auf das nächste Jahr vorzubereiten. Was ist das? Spieltisch. Den können wir auch hinstellen. Und Kika finde ich auch geil. Kika muss aus sein. Kika finde ich gut. Billard fehlt noch, ne? Können wir mal einen Sessel irgendwo random platzieren? Haben wir noch Platz für einen Sessel? Ja, hier zum Beispiel. Haben wir noch irgendwas Schönes, was wir reinstellen können? Automaten könnten wir theoretisch, aber die würde ich nach draußen platzieren, oder? Wie sieht es denn hier draußen aus? Draußen haben wir die Geschichte. Pass auf, ich würde einfach hier vorne jetzt die Automaten hinklöppeln. Kannst du ja vor die Tür einfach auslagern. So, der Morselman ist auch am Start. Dann habe ich so der passt in die Ecke. Ist ein Tempel. Ist in die also Ecke? Stopft ihn nicht mit Chips voll. Ach, das will ich haben. Ich will es haben. Das ist einfach platzieren. Passt das hier hin? Yes. Einfach so viele coole Sachen, ne? Ein paar Automaten können wir noch hinklöppeln. Weil die können wir eigentlich fast auch nach draußen irgendwo. Wir haben jetzt bald keinen Platz mehr. Doch, hier können wir das noch. Es wird alles untergebracht, was geht. Hier würde ich ungern jetzt so in die Mitte rein platzieren. So, den können wir doch auch. Dann ist die Heizung ein bisschen verstellt. Perfekt! Perfekt getarnt, Freunde. Die dämliche, hässliche Heizung. Oh, Süßigkeiten! Aber natürlich brauchen wir unbedingt an mehreren Orten. Einfach weil Halloween und Süßigkeit. Och, geil. Aber ich nehme die Heizung, das ist immer schlecht. Ich nehme die Tür. Und auch draußen. Kommt her, hier gibt es Süßigkeiten.
Und ach, wir brauchen einfach noch ein paar schöne Pflanzen hier rein. Pass auf, machen wir hier jetzt in die Mitte so ein paar Pflanzen. Hausmeister wird zur Upgrade-Montage gebeten. Vielen Dank. Und noch eine Sonnenblume, wobei die Sonnenblume eigentlich so gar nicht reinpasst. Doch, hier passt sie rein. Aber da passt sie doch. Nö, offensichtlich nicht. Das Spiel sagt, nein, da passt sie nicht rein. Doch, hier. Perfekt. Ich kriege meinen Willen. Dam-di-dam-di-dam-di-dam. So ein bisschen als Raumtrenner. You know? Ich glaube, da mache ich nur zwei verschiedene, sonst wird es zu chaotisch. Ja, ich mache das so ein bisschen als Raumtrenner jetzt mal hier rein. Wir brauchen auf jeden Fall noch einen Hausmeister. Finde ich gut. Finde ich gut. Dann kommst du nämlich rein. Und hast, ja, hast so einen dezenten kleinen Raumtrenner hier. Als Mülleimer hier rein platzieren. Stellen wir den hier hin. Da passt natürlich nichts hin, weil ich so knirsch gebaut habe. Hier wäre noch Platz für Mülleimer. Haben wir eigentlich keine Lampen oder sowas? Oh, das ist natürlich auch geil. Uhu. Die feiere ich ja auch. So, pass auf. Stehlampe oder sowas? Haben wir sowas? Ein Hutständer. Brauchen wir nicht. Brauchen wir sowas? Brauchen wir nicht. Einen stylischen Teppich irgendwo. Ich würde mir noch einen richtig, richtig großen Teppich irgendwie wünschen. Man isst, was man isst. Das Bild. Wer also Müll in sich reinschaufelt? Doch, hier haben wir Stehlampen. Und noch Fernseher. Das ist gut. Nehme ich eine Lampe noch hin. Hier noch eine Lampe. Machen wir noch einen Fernseher hin. Ja, kann man eigentlich bringen. Pass auf. So, der passt doch hier 1A hin. Wir haben noch Platz, Freunde. Wir können noch ein paar Sachen hinmachen. Wir können das richtig überladen. Einfach voll machen. Noch Kürbis in die Nähe irgendwo rein, wenn noch hier Platz ist. Oder zum Beispiel hier random, einfach random in die Mitte reinstellen, damit die Leute schön drüber stolpern. Hier. Perfekt. Wobei der hier wirklich ein bisschen im Weg ist. Warum ist denn im Nachhilfezimmer schon wieder niemand da? Wir haben doch vorgegeben, wer da sein soll. Das ist der Sound von Two Point County, hier bei Two Point Radio. Pass auf, dann stelle ich es einfach hier mit hin. Sie hören Radio Two Point, das spirituelle Zuhause so. Ihrer Ohren. So, wir brauchen auf jeden Fall noch einen Hausmeister. Heute haben wir eine Brainstorming-Sendung für Sie. Doch erst das Vergnügen, dann die Arbeit. Gönnen wir uns ein Bad in diesem akustischen Balsam und machen wir uns danach entspannt ans Werk. Und wir brauchen einen Dozenten. Trevor Süßstoff lässt Müll fallen. Toll. Sowas liebe ich ja. Pass auf. Du, alt Trevor. Ein Leben ohne Duschen. Aber der ist nicht für Nachhilfe, ne? Wer war denn jetzt der Nachhilfe-Dozent? Wo ist denn die Nachhilfe? Ah, die brauchen Heizung. Vielleicht haben die alle gekündigt, weil es hier keine Heizung gibt. Das kann auch sein. Pass auf, warte. Sollt ihr kriegen. Diesen hier? Oh ja, bei euch ist kalt. Ups. Also sind die alle krank, ist auch nicht gut. Habe ich echt 4 Heizungen im Raum? Oh, really? Ah, aber wo die Couch steht, soll da auch schon warm sein. So. Die sind ja auch nicht mehr die jüngsten. Vielleicht sollten wir hier jetzt auch noch mal ein bisschen was Schönes reinstellen. Was ist denn das? Ein Snacktisch. Ja, sollt ihr kriegen. Mit Kuchen und allem möglichen Zeugs. Geil. So ein bisschen rentnermäßig hier, oder? Von der Deko. Geil, ich lieb's ja. So. Da kriegt ihr euren... Was ist das? Zum Reinigen verstopfter Toiletten benötigt. Wunderbar. So ein bisschen Rentner-Flair.
Ich feiere es ja irgendwie. Was ist das? Teetisch. Snacktisch, Teetisch. Sollte ich alles kriegen. Ich habe ja ein Herz für meine Angestellten, so ein bisschen zumindest. Sieht immer noch sehr traurig aus, wenn ich das sagen darf. Es gibt auch für euch Mülleimer, weil auch ihr gerade schon wieder so ein bisschen schweinisch veranlagt seid, wenn ich das richtig sehe. Ihr kriegt noch eine Couch dazu, gegenüber. Ist auch fies, wenn man sich so angucken kann, ne? Aber ja, so platziere ich das jetzt. Dann kriegen wir hier einen Fernseher hin. Kriegen wir. Aber wo? Hier, so. Können wir ein bisschen Fernsehen gucken, wenn ihr mögt. Dann Kaffeetisch. Können wir machen, aber brauchen wir Stühle. Zur Erinnerung. Man isst, was man isst. Wer also Müll in sich rein Kaffeetisch finde ich schwierig. Wir können... Pass auf, die soll mal die Aggression ein bisschen rauslassen. Hier, liebe Lehrer. Was halten wir denn von Teppichen? Teppiche finden wir doch toll, oder? Teppiche finden wir gut. Zack, gibt's einen Teppich. Magischer Kessel kann für 10.000 ein Upgrade erhalten. Gucken wir gleich. Also magischer Kessel merken wir uns. Ein paar Pflanzen wären doch auch nett. An die habe ich mich ja gewöhnt. Die bin ich ja ein bisschen verliebt. So. Klöppeln wir jetzt überall noch ein paar Pflanzen hin. So, und auch ihr sollt Süßigkeiten kriegen. Was es war und welche Folgen es haben wird, steht noch nicht fest. Ich liebe das Bauen in diesem Spiel, ne? Das macht echt Fun. Sehen Sie es? Steckt es in mir? Die haben keine Süßigkeiten. Keine Süßigkeiten für die Lehrer. Oh, wie fies ist denn das? Seht ihr das? Es gibt keine Süßigkeiten. Ach, fies. Pass auf, wir wählen jetzt erstmal ein friedliches Gemälde. Das ist gut, die brauchen vielleicht ein bisschen Ruhe. So, friedliches Gemälde. Was ist das? Landschaften, auch immer gut. Ist totales Rentnerzimmer. Ist geil. Hausmeister ja zum Reinigen verstopfter Toiletten benötigt. Wunderbar. Wenn da jetzt Wasser aufs Kaffee, auf Kaffee raufkommt, ist auch ein bisschen blöd, ne? Das ist zu modern, das Bild. Das passt hier nicht rein. Ein Seegemälde, aber das ist genauso. Feuchtfröhlich. Oh, das passt doch prima, aber die Couch noch. Perfekt. Dart finde ich auch cool, aber das wird wahrscheinlich hier nicht mehr reinpassen. Nee. Nee. Können wir doch was in die Mitte stellen? Vielleicht doch den Kaffeetisch? Aber brauchen wir Stühle, ne? Also, wir hätten jetzt hier Platz noch für den Kaffeetisch vielleicht. Wir gucken mal, ob das passt. Gab es hier Stühle? Normale Stühle? Also eine Holzstühle, ne? Ah, der Kaffeetisch ist lame. Der ist doof. Entschuldigung. Nee, warte mal. Falsch. Ohne Duschen ist theoretisch möglich. Ja, das passt doch. Also, wir brauchen... Ist den jetzt zu warm? Ist zu viel Heizung? Dann mache ich eine Heizung weg. Habe ich kein Problem mit. Wenn es euch zu warm ist, welche nehme ich denn weg? Diese hier. Wenn es euch zu warm ist, dann kriegt noch wer anders eine Heizung. Ich weiß noch nicht, wer. Können wir hier noch eine hinbauen? Nee, ne? Passt keine mehr rein. Hier passt auch keine mehr rein. Furchtbar. Hier haben wir die schon außen. Also wir dürfen es auch nicht zu warm machen. Gut. Ach, falsch. Warum ist in der Seelsorge denn hier jetzt schon wieder niemand mehr da? Ich habe doch zugewiesen. Ich habe es doch zugewiesen. Ach, das gibt's doch nicht. Also wenn wir jetzt noch eine Tränkeküche und noch ein Zauberzimmer bauen sollen, würde ich fast noch ein Campus-Gebäude kaufen wollen. Zum Reinigen verstopfter Toiletten benötigt. Weil das hier so nicht mehr reinpasst. Weißt du, wie ich meine? Wir haben doch hier noch was. Wir können doch hier noch was bauen. So, der kaufen wir noch was? Der Täter hat sich als Stechpalmenzweig vom gestrigen Mittagessen entpuppt. Man lebt riskant, wenn man seinen Mahlzeiten etwas. Wir brauchen einen Assistenten mit Seelsorge. Doch dieser Vorfall hier wird mich nicht von zukünftigen Stechpalmen-Experimenten abhalten. Ich habe mal den Eindruck, dass sie kündigen. Ich kann mir nicht helfen. Wo habe ich denn die Seelsorge? Da. So, und du kriegst jetzt die Aufgabenzuweisung.
Zack. So, den Zauberkessel konnten wir jetzt upgraden, hatte ich gesehen. Perfekt. So, und jetzt bleibt da gefälligst bei deiner Jobbeschreibung. Mann, das gibt's doch nicht. Gut, wir werden jetzt erstmal ein bisschen bauen, bevor wir weitermachen. Auf dem Gelände haben wir jetzt also ein ganz großes Außengelände, was ja generell nicht schlecht ist. Also wir brauchen noch eine Tränkeküche und ein Zauberzimmer. Haben wir schon Zauberzimmer? Ich glaube nicht. Dann bauen wir erst das Zauberzimmer. Nein, das haben wir noch nicht. Wie groß soll das sein? 6x6. 6x6. Ich fange hier hinten in der Ecke an. 6x6. Pass auf, dann können wir es doch auch eigentlich gleich so groß machen. Und die Tränkeküche hier auf die andere Hälfte. Oh! Ui! Ui, und davor machen wir Deko-Zeugs, Steinkrams. Okay, pass auf. So. Ehe wir das ausbauen, werde ich jetzt die Tränkeküche nochmal hinklappeln. Wir brauchen auch Dezenten auf jeden Fall für beides. Dann haben wir das schon mal ein bisschen abgegrenzt. Ich baue wahrscheinlich schon wieder viel zu groß. Aber dann haben wir es jetzt ein bisschen symmetrisch und gut aufgeteilt. Vielleicht. Ich mache es jetzt ein bisschen zentraler. So. Ich habe jetzt gelernt. Hausmeister so. Zum Reinigen verstopfter Toiletten. Gut. Finde ich ja geil. Das finde ich geil. Dann können wir hier vorne. Wir müssen aufpassen, eigentlich, dass wir nicht so viel Geld ausgeben. Weil wir haben doch hier so viel Hokuspokus-Zeugs. Wir können hier vorne weg. So. Besenplätze. Hey, Leute, ab und zu ein paar Eulen. Aber sind die echt? Wie wär's, wenn wir das alles nochmal machen? Ich weiß nicht. Es begann als Klassentreffen und endete im Klassentreffen. Auch so ein Werkzeug können wir hier einfach mal hin platzieren. Das ist crazy. Gut, dann. Ich klettere auf die Statue. Oh, können wir hier alle so Tarotplatz vorneweg machen? Oh, geil. Geil. Oh, ich kann nicht geil. Mehr. Meine Knie tun weh. Roderick Cushion geht zurück in die Schule. In vielleicht können wir hier auch noch ein Zimmer hinbauen. Ich weiß noch nicht. Dann diesen geilen Stein. Was haben wir hier noch? Duellierring kann für 10.000 Upgrade. Zauberzimmer 1. Okay, machen wir. Also das hier. Duellierring. Ich bin ja sehr gespannt, was da dann abläuft. Kann der auch gleich ein Upgrade kriegen? Ja. Unbedingt. Vielleicht sollten wir auch einfach nochmal einen Hausmeister einstellen. Wie gesagt, wir brauchen auf jeden Fall Hausmeister. Hier. Vor allen Dingen auch mit Upgrade-Fähigkeiten. Bei den Hausmeistern mache ich jetzt erstmal keine Zuordnung. Die, ja, finden sich dann schon irgendwie. Das klappt ja so eigentlich jetzt ganz gut. Okay, die Räume werden wir auf jeden Fall so ein bisschen ausbauen. Bevor wir das Semester anfangen. Vielleicht. Frage ist halt, was bauen wir hier jetzt noch rein? Ich weiß noch nicht genau. Achso, wir müssen Heizung noch reinbauen, ne? Ach, schwierig. Aber irgendwie ist der Campus schon sehr, sehr cool. Ich bin ja sehr gespannt, ob wir das vielleicht doch in der Goldzeit schaffen. Ich weiß noch nicht. Ladies and Gentlemen, wie das Ganze weitergeht, das werden wir in der nächsten Folge herausfinden. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr auch wieder mit dabei seid, um herauszufinden, ob wir diese Herausforderung überhaupt schaffen werden. Und wenn ja, wie gut. In diesem Sinne, genießt den Tag, seid ein wenig dirty und kommt unbedingt wieder hier vorbei. Tschüss.